Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Der Chat beschwert sich gerade nur, dass es dir nicht so gut geht. Naja, könnte schlechter sein, sagt Krümel. Ah ja, das ist ja, schlechter geht immer, ne? Grüß Gott. Hassi. So. Hier, die Töpfe müssen wir noch befüllen, definitiv. Interessant. Wie sieht denn das Inventar auf? Warum jetzt wollte ich auf I drücken? Siehst du? Kommt davon. Mein Topf habe ich heute schon gefüllt. Alles fit? Oh, wow. Ja, bei mir ist alles fit. Bei dir auch alles fit. Oh, we oh, wow. Nein. Ja. Oh, da mache ich hier hin. Natürlich. Ach, 14 Stunden arbeiten ging eigentlich ganz gut. Naja, einer muss ja. Oder, Vanetta? Einer muss ja. Komm, pass auf, wir gehen gleich mal ins Loch. Oh, hau ab, hau bloß ab, Junge. Oh. Warum stehen die einfach da im Walde rum? Hör auf. Die stehen einfach im Wald rum, Alter, und gehen mir auf den Sack. Ich verstehe es nicht. Das ist wieder dieses scheiß Ding, ey. Nächste Woche gehe ich zur Post. Nächste Woche. Alles klar. Hoffentlich haben die. Ich weiß ja, was du. Fix hast ja gesagt. Hoffentlich haben die das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten dann. Vielen lieben Dank, Shello, für deine 5 Biddies. Danke, danke, danke. Sind eh alle krank auf Arbeit. Jetzt wirklich oder allgemein krank? Aber nee, die haben lange Haltbarkeitsdatum, also das wäre ja ein Witz. Das wäre ja ein Huhn. Ein Huhn wäre das. Uns fehlen ein paar an, aber gut, wir machen 3 Schichten raus erstmal wieder. Obwohl Leiter wäre nicht schlecht, ne? Das ist schon richtig. Ja, komm, machen wir nochmal. Leitern kannst du auch mit in den Ofen schmeißen. Stickies glaube ich nicht, ne? Oh, nee, wir müssen erst die Reihe hier machen. Wenn wir das aber, warte mal, wir haben Holz, haben wir. Hätten wir ein bisschen was da. Machen wir das mal. Sophie, Mensch, was ist denn hier los? Wie geht's? Wie geht's? August 23. Ach, dann sollten sie da sein. Alles gut. Aber wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Wenn, also wenn sie ablaufen würden bis dahin.
Boah, die ist auch krank. Gibt's denn sowas? Ist das jetzt die dritte oder vierte? Mit mir die vierte auf jeden Fall. Was denn da los? Warum macht ihr das denn? Ja, da war ich es nicht, weiß. Sieht gar nicht mal so gut aus, ne? Aber wir haben keinen Cleanstone mit. Warte mal. Ja, Mann, alle krank, ey, wirklich, alle krank. Nee, hier haben wir nee, hab ich nicht. Das ist alles richtig so. Kann man hiermit auch einen Ofen bauen? Nein. Aha, der muss ich nur ganz kurz runter. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht auch nochmal richtig krank, ne? Auch wenig Interesse dran eigentlich. Aber muss dazu sagen, ich habe mir heute auch tatsächlich mal Parfüm drauf gemacht, weil ich keinen Bock hatte, duschen zu gehen. Nein, ich habe mir heute Parfüm drauf gemacht. Und wenn ich Parfüm drauf mache, also ich kann nicht jedes Parfüm drauf machen. Muss ich tatsächlich so sagen. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt tatsächlich Parfüms, wenn ich mir die drauf mache, das tut mir unfassbar in der Nase weh. Oh, Jeffrey Dahmer ist beigetreten. Tut unfassbar in der Nase weh. Und dann bin ich meistens erkältet. Das ist tatsächlich eine Allergie gegen Paraffine. Tatsächlich. Wieder raus, spiele ein bisschen Fortnite. Mein Immunsystem ist derbe im Hintern. Und dann Fortnite spielen. Ich bin zum Glück nur leicht erkältet. Du glücklicher. Ja, das ist richtig. Einen kleinen Moment mal bitte. Ja, habe ich angemacht, Eggy. Ich dachte, ich mach's einfach mal an. Warum nicht? Die labert, Junge. Es ist 20 Uhr. Irgendein Institut für Soziales und sowas. Nö, ich hab's ja. Also es war erst gemutet, dann dachte ich, komm. Ist doch egal. Ich weiß ehrlich gesagt. Die hatten mir wirklich Post geschrieben mal. Das war vor 2 Wochen. Das ist, keine Ahnung. Ich lass mich einfach morgen nochmal anrufen und hör mir das genau an, was da los ist. Was sie von mir will. Keine Ahnung. Aber um diese Uhrzeit? Ernsthaft? Ich bin live. Oh, sagt. Okay. Gar nicht, sag gar nicht. Man hört dich. Ist klar, bis 20 Uhr. Die labert. Ja, Mann. Florian, mute mal. Angeblich kann ich dich glauben. Die arbeitet doch nicht bis 20 Uhr. Also man hat im Hintergrund schon andere gehört. Aber das kann man ja auch alles abspielen lassen. Aber 20 Uhr und dann noch anrufen irgendwo? Nee. Also das ist sehr... Das ist sehr... und so. Lass dich bloß nicht veräppeln. Nee. Ich nicht. Ich nicht mehr. Nein, ich... Nein, bei sowas, das ist... Das ist ja, also diese Uhrzeit, hallo. Achso, ihr Lieben, es gibt eine kleine Erinnerung. Morgen fürs Gewinnspiel. Wir spielen morgen Deal or No Deal und nicht den Penner-Simulator. Mhm. Bin jetzt wieder da. Sehr gut, Schmusi. Ja, wir spielen morgen dann Deal or No Deal, nicht den Penner-Simulator. Das schöne, beliebte Kofferspiel, was es früher auch im Fernsehen gab. Und ich werde auf meinem schönen Glücksrad Zahlen aufschreiben. Zwischen 250, ja, zwischen... Ich mache eine ganz kleine Zahl drauf. Und dann so 250, 500, 1000, 2000, bis wahrscheinlich so 4.000, 5.000. Da richtet sich denn danach, wie teuer das Ticket denn immer sein wird für jede Runde. So machen wir's. Hopp. Und wir gehen mal pennen. Und wir können das dann auch gerne über Discord machen, wenn einer sagt, oh Mensch, ich will
wir können das über Discord machen, dann gehen wir in Discord rein, machen das schnell in Discord. Das dauert circa 10 Minuten, das Spiel. Wenn aber einer sagt, nö, lass uns über Chat machen, dann machen wir es über Chat. Ist jedem selbst überlassen dann. Du machst doch sonst auch immer mit. Du machst doch sonst auch immer mit, du Nase. Dann werde ich immer Deal sagen. Das wäre aber schlecht, wenn du immer Deal sagst. Viel Spaß an alle, die da mitmachen. Wie heißt du auf Discord? Das Kopfphantom, aber da fehlte noch die Nummer. Das müsste ich, mache ich für morgen dann fertig, dass ich das hier auch per Link reinknalle für diejenigen, die dann auch wollen. Die dann über Discord wollen. So, hallo. Ach so. Okay, was findest du besser? Ob über Discord oder über Chat? Oh, mir ist das völlig egal. Das ist jedem selbst überlassen, wie er es selber gerne möchte. Ja, über Discord. Ich werde denn sagen, was in diesem Koffer drin ist, was ich den ich gerade öffne. Also derjenige sagt mir, welchen Koffer ich öffnen soll. Ich sage dann, welchen Koffer ich geöffnet habe und was drin ist. Und im Stream sieht man es dann aber erst 3-4 Sekunden später. Ne? Achso. Na, musst du doch sonst auch immer ein bisschen hier. Und die Auswahl der Punkte, die haben wir extra so gewählt. Also ich habe das halt irgendwie auch geschrieben und es ist schon richtig, man kann jetzt nicht sagen 50 Punkte. Ne, das ist doof für diejenigen, die immer da sind. Darum wird es eine relativ kleine Summe geben, die man einsetzen kann als für Points, um sich ein Ticket zu kaufen, um an eine Reihe zu kommen. Oh nee, Junge. Richtige Vorbereitung. Aber auch welche, die sehr hoch sind. Da haben dann natürlich denn nur diejenigen, die auch wirklich regelmäßig und immer da sind, die Möglichkeit. Ne? Zählt das auch, zählt auch dafür, wenn ich im Lurk bin? Ja, eine gewisse Zeit, aber irgendwann nicht mehr. Hab nicht ganz verstanden, was ist anders. Das erklären wir, machen wir alles morgen nochmal ganz in Ruhe dann. Fritz. Und es wird dann auch immer nur einmal jemand drankommen können. Wir kommen einmal nicht zwei. Weil beim Penner hätten wir jetzt gemacht, okay, man hätte auch zweimal drankommen können oder so, oder dies oder das. Langsam, langsam. So, hier haben wir ein bisschen Kohle. Kohle ist natürlich gut. Da freut sich der Streamer immer. Wie weit ich hier runter will, weiß ich noch gar nicht. Ach, wir müssen noch die Ränder noch machen. Schade, stimmt ja. Die lassen wir ruhig. Ja. Deinem Alter Geld verdienen. Ehrlich gesagt kann ich das gerade gar nicht sagen, aber ich glaube, ja. Ich glaube, man kann auch affiliate werden, wenn man nicht 18 ist. Es gibt ja auch sehr viele kleine YouTuber, zum Beispiel 9-Jährigen, der schon Hunderte von Tausenden Euros macht im Monat. Tatsächlich. Sehr gut. Mit dem Zurückschreiben. Immer wichtig, dass man nach Möglichkeit antwortet. Man kann auch auf YouTube Geld verdienen, aber da sage ich dir gleich,
Ja, weiß ich nicht. Kann natürlich auch anders sein, aber da würde ich tatsächlich auf Anhieb sagen, vergiss es. So, machen wir die auch mal raus.